wir zeigen Ihnen jetzt das Beste aus dem Katalog. Und das Beste ist natürlich, wenn man richtig gut hier den Fernsehsender empfangen kann. Und vielleicht schauen Sie auch noch über einen SD-Kanal. Und da haben wir nämlich jetzt eine richtig gute Alternative, nämlich ein HD-SAT-Receiver. Und das hier ist sogar eine Pearl TV Special Edition. Bedeutet, Sie bekommen eine Fernbedienung mit einer Pearl TV Schnellwahltaste. Und das finde ich wirklich praktisch, weil dann kann man ganz einfach hier uns sehen und einschalten. Ja, einfach nur aufs grüne Knöpfchen drücken und zack, egal ob Sie auf Position 3 bei dem Kollegen vom privaten Fernsehen oder auf Position 795 gerade zu Gast sind, einmal kurz auf das grüne Knöpfchen drücken und schon empfangen Sie Pearl TV HD. Und das natürlich in einer brillanten, entsprechenden Empfangsqualität. Mhm. Und gerade 2024 ist ein Jahr, wo sich in der Fernsehlandschaft sehr viel tun wird, sehr viel bewegen wird. Da geht es nicht um neue Sender oder um eine extreme Sendervielfalt. Da geht es vielmehr darum, dass viele Senderanstalten mittlerweile festgestellt haben, dass wir im Zeitalter von HD, Full HD, 4K und so weiter angekommen sind. Und nur noch sehr wenige Menschen, die momentan schlechteste Auflösequalität, sprich also den SD-Kanal betrachten. Und deswegen werden viele Sendeanstalten, unter anderem auch die ARD, dazu übergehen, in diesem Jahr den ein oder anderen SD-Kanal schlicht und ergreifend abzuschalten. Ich habe es bei mir im Fernsehprogramm also auch schon gesehen im Ablauf. Da sind einige Sender also auch so in dieser Form nicht mehr empfangbar. Wenn Sie die weiterschauen möchten, müssen Sie quasi dann auf einen HD-SAT-Receiver ausweichen, wenn Sie nicht per se schon einen haben. Und selbst wenn Sie schon einen zu Hause haben, kann es mitunter sein, dass da vielleicht dann doch mal die Software ein bisschen veraltet ist, wenn diese Dinger vielleicht schon 8 oder 10 Jahre oder was bei Ihnen unterm Fernseher stehen, dann sind die vielleicht mit den modernen Sendeanstalten gar nicht mehr so unbedingt kompatibel. Und da wird es ganz einfach Zeit, dass man sich gelegentlich mal was Neues dahinstellt. Technik ist eben nun mal so, man entwickelt das Ganze weiter. Und irgendwann war auch mal Ihr Röhrenfernseher zu ersetzen gegen einen modernen Flachbildschirm. Irgendwann haben Sie auch mal den Commodore 64 Personal Computer gegen einen, weiß ich nicht, Hewlett-Packard-Laptop ausgetauscht oder sowas. Oder mal das alte Nokia-Handy gegen ein iPhone getauscht. Und genauso ist es natürlich mit einem SAT-Receiver auch. Bitte, damit wir uns richtig verstehen, wir haben hier einen HD-SAT-Receiver. Und mit diesem HD-SAT-Receiver sind Sie in der Lage, diese hochauflösenden Programme zuverlässig zu empfangen. Das heißt, alles das, was im hochauflösenden Bereich, im digitalen hochauflösenden Bereich angeboten wird, analog, gibt es dann eben so in vielen Punkten in dieser Variante nicht mehr, ist mit diesem HD-SAT-Receiver zu empfangen. Schauen Sie vielleicht ganz einfach mal zu Hause nach. Je nachdem, was Sie für einen Fernseher haben, haben Sie vielleicht sogar schon einen Triple-Tuner, wie es so schön heißt, eingebaut für terrestrisches Fernsehen, für Kabelfernsehen und für Satellitenfernsehen. Wenn Ihr Fernsehgerät das vielleicht noch nicht unbedingt hergibt oder Sie vielleicht dann doch lieber mal ein externes Gerät haben, ist ein Stück weit Geschmackssache, ist unser Pearl TV HD SAT Receiver vielleicht genau das Richtige für Sie. Ich sage Ihnen, warum ich mich vor einigen Jahren schon für einen der Vorgänger entschieden habe. Ich persönlich hatte damals schon einen Triple Tuner eingebaut. Mhm. Die Empfangsqualität von meinem Fernseher, von dem Triple Tuner meines Fernsehers, war so ein bisschen lala. Ja, war okay, aber eben auch nicht mehr. Und deswegen habe ich mal irgendwann spaßeshalber gedacht, ich nehme mir mal den Pearl TV HD SAT Receiver mit, den Vorgänger von diesem hier. Und ich muss zugeben, dass die Empfangsqualität um ein Vielfaches besser war. Auch die Programmierung, ja, dass die ARD, ZDF auf 1 und 2 und so weiter, lachen Sie nicht, sie wird bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch nicht anders aussehen, dass das natürlich entsprechend einfach funktioniert. Selbstverständlich haben Sie auch bei diesem hier, in dem Fall für, aus meiner Sicht gesehen, dem konsequenten Nachfolger meines HD-SAT-Receivers, den ich noch zu Hause habe, einen entsprechenden Sendersuchlauf. Das heißt, einmal kurz angeschlossen, zack, auf Suchlauf gedrückt. Dann sind alle Programme natürlich, die in Reichweite sind, die empfangbar sind, dann einprogrammiert. Übrigens auch das Verstellen, wenn Sie jetzt sagen, bei mir gehört RTL auf die 3 und nicht Pro7 oder der WDR oder irgendwas anderes, ja, dann ist das also eine Sache von ein paar Minuten, um das Ganze einzustellen. Jetzt hat dieser Pearl TV HD SAT Receiver noch ein paar Eigenarten, die ich sehr, sehr herausragend finde, die ich so an anderer Stelle auch noch nicht unbedingt gesehen habe, erst recht nicht in dieser Preiskategorie. Sie haben hier vorne an diesem Gerät einen kleinen USB-Anschluss. Den kennen Sie, wenn Sie das Smartphone aufladen, wenn Sie das Ganze ans Netzteil andocken, da ist ein USB-Anschluss dran, an Ihrem Laptop, an Ihrem Rechner ist ein USB-Anschluss dran. Und auch hier können Sie ein Speichermedium andocken.
ein USB-Stick zum Beispiel, ja, so ein 64-Gigabyte-Stick zum Beispiel, oder sogar eine Festplatte, wenn Sie richtig Platz haben möchten, und können diesen HD-SAT-Receiver als Videorekorder nutzen. Das finde ich ehrlich gesagt großartig. Früher musstest du ein externes Gerät anschließen, ja, um da ein Fernsehprogramm deiner Wahl aufzunehmen. Wenn du jetzt beispielsweise mal essen gehst sonntagsabends, so möchtest aber den Tatort nicht verpassen oder dir den später mal anschauen, unabhängig von irgendwelchen Mediatheken oder sowas alles, dann drückst du ganz einfach auf Aufnahme und schaust dir den an, wenn du dann um 10 Uhr abends oder was dann zurückgekommen bist. Das ist möglich, Speichermedium ist drin, man kann auch sogenannten Content andocken, das heißt, wenn Sie mal Urlaubsfilme oder sowas, die Sie vom Rechner gerne mal hier auf Ihrem großen Fernseher übertragen möchten, müssen Sie das nicht mit dem Kabel machen oder mit irgendwelchen kabellosen Schnickschnack-Varianten, können ganz einfach hier das Ganze auf den Stick ziehen, andocken und das Ganze dann mal auf Ihrem schönen 50 oder 60 Zoll Gerät im Wohnzimmer betrachten. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, behaupte ich mal, als auf dem Monitor eines Laptops oder eines Rechners. Zeitversetztes Fernsehen, übrigens auch noch ein riesengroßes Thema. Auch für mich, auch ich muss gelegentlich mal der Natur folgen und mal dahin, wo Sand gestreut ist. Wir verstehen uns, ja. Und wenn man natürlich dann einen interessanten Film schaut, wo man vielleicht dann, wenn man einfach mal 5 oder 10 Minuten nicht dabei ist, schon den Anschluss verpasst hat oder eben genau in dem Moment in einem Krimi rauskommt, wer ist denn eigentlich der Mörder gewesen oder wie hat es denn eigentlich gepasst oder was, kannst du hier zeitversetzt fernsehen. Wie cool. Das ist cool, oder? Ja. Das heißt, wenn du jetzt mal auf stille Örtchen möchtest oder du gehst mal in die Küche an den Kühlschrank und holst dir mal was zu trinken raus oder der Hund, der jammert an der Tür, möchte doch jetzt endlich mal raus und du sagst, ja, in die letzte Viertelstunde, ja, hätte ich aber dann doch ganz gerne noch gesehen. Ja. Dann drückst du ganz einfach auf Stopp oder auf Pause, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Dann gehst du mit dem Hund deine Runde, dann machst du dein Geschäft selber im Badezimmer oder gehst mal eben an den Kühlschrank. Und wenn du wieder zurückkommst, steigst du genau an dieser Stelle wieder ein. Das ist ja wunderbar. Das Programm in der Zwischenzeit wird also entsprechend gepuffert. Ja. Ja? Finde ich eine großartige Angelegenheit. Denn immer dann, wenn es spannend wird, ist ja irgendwas. Oder das Telefon klingelt, deine Mutter ruft an, willst du nicht unhöflich sein? Ja? Dann unterbricht das aktuelle Programm ganz einfach und schaust dir später dann nach 10 Minuten, 15 Minuten oder einer halben Stunde entspannt zu Ende an. Also Sie sehen, das Teil hat unglaublich viele Vorteile und das Ganze für 30 Euro ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Und Sie haben sogar noch den HDMI-Anschluss für moderne Fernseher, können aber auch mal ein etwas älteres Gerät, einen Röhrenfernseher beispielsweise, via SCART andocken. Auch die Anschlussmöglichkeiten sind im Gerät vorhanden. Das alles im Gesamtpaket für knapp 30 Euro, eine echte Kaufempfehlung. Ja, unbedingt jetzt hier zugreifen, weil in HD sieht alles auch viel, viel besser aus. Kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Und eben die Anschlussmöglichkeiten, da passt eigentlich auch jeder ältere Fernseher mit dran. Also finde ich wirklich hier wunderbar, unser digitaler Pearl TV HD SAT Receiver hier mit der Pearl TV Schnellwahltaste. Die gefällt mir richtig gut. Auf der Fernbedienung für nur 29,99 €. Und damit Sie das natürlich auch anschließen können, haben wir noch das passende HDMI-Kabel für Sie hier mit 2 Meter Länge. Ich glaube, das sollte bei jedem eigentlich ausreichen. Ja, in der Regel stellst du ja nicht deinen Fernseher dahin und deinen SAT-Receiver irgendwo hinter das Sofa meistens oder so. Direkt in der Regel ist es ja nur doch so eine gewisse Einheit. Ich habe meinen SAT-Receiver also auch im Regal quasi unter dem Fernseher platziert. Da hat er so einen schönen kleinen Ehrenplatz. Und deswegen reichen 2 Meter Kabel in der Regel aus. Wissen Sie, mitunter trennt sich da die Spreu vom Weizen. Man gibt sehr viel Geld für einen modernen Fernseher aus, einen überschaubaren Betrag für einen HD-SAT-Receiver, ja. Und dann stellt man fest, naja, so 8 Euro für so ein Kabel ist da vielleicht doch viel Geld. Ich nehme das Billige für 1,50 aus dem 1-Euro-Shop oder sowas. Das ist der falsche Ansatz. Ja, Sie möchten brillante digitale Bild- und Tonqualität haben. Ja. Da bitte ich Sie nicht am falschen Ende zu sparen. Bestellen Sie sich, wenn Sie sich den HD-SAT-Receiver sowieso bestellen, ein vernünftiges neues HDMI-Kabel mit dazu. Hat vergoldete Kontakte, hat eine perfekte Übertragung von digitaler Bild- und Tonqualität. Und genau so wird es ganz einfach ein Gesamtpaket. Und ich gebe dir völlig recht, mit 2 Meter kommen 99% der Menschen locker hin. Ja, also das am besten dann direkt mit dazu bestellen, hier zum Spitzenpreis von gerade mal 4,28 €. Mit der Bestellnummer der PX 8994 und der 569. Aber ich bin Ihnen natürlich noch die Bestellnummer für den SAT-Receiver schuldig. Das ist die ZX 2825 und die 569. Und wenn Sie noch nicht in HD schauen, dann kann ich Ihnen das wirklich empfehlen. Und eben viele Sender schalten jetzt in diesem Jahr den SD-Kanal ab. Dafür finde ich das wirklich eine super Möglichkeit für knapp 30 Euro. Also am besten jetzt direkt zum Hörer greifen und bestellen.